Oder vielleicht war ein Traumfrau, man weiß nicht. Man weiß halt nie. Ich sag immer, sorry, wenn ich so ein bisschen Schwachsinn habe, ich habe ein bisschen Wein getrunken, ne? Deswegen nimm nicht alles persönlich, okay? Bitte? Ich sag nämlich alles persönlich, ich habe ein bisschen Wein getrunken. Okay, nee, ich nicht. Bist du ganz alleine, oder? Ich bin gerade alleine, ja. Ich habe morgen frei. Übermorgen habe ich Geburtstag und am 17.8. wollte ich gehen. Und du? Okay, und da feierst du jetzt ganz alleine rein, oder? Achso, nee. Ich feiere erst übermorgen. Aber ich habe heute einfach morgen frei, deswegen habe ich gesagt, heute trinke ich. Und ein bisschen chillen, weißt du? Ich habe mir was zu essen bestellt beim Italienia. Okay. Hey, lass mal kurz über Snap telefonieren. Ich will mal wissen, ob du wirklich die Person bist auf den Bildern. Achso, FaceTime? Ja. Klar, können wir machen. Okay. Ciao. Und wir haben ihn verloren, Ladies and Gentlemen. Mein Hals ist noch gar nicht da, aber Üftetsch ist der. Hallo? Das ist ein Mensch, zeig dir auf die Ecke. Zeig dich mal. Ich bin nicht geschminkt. Ist doch egal. Sofort FaceTime. Was ist, wenn du Screenshots machst? Ich mach keine Screenshots. Ich verspreche dir. Eminet? Eminet juckt. Boah, ich weiß nicht. Ich mach keine. Alle, ihr Männer seid alle gleich. Immer direkt FaceTime. Ja, weil ihr Frauen komisch seid manchmal. Warum sind wir komisch? Warum? Hat mich doch einfach. Tamam, chill. Was geht, Bruder? Hallo? Ich wusste, was für ein Typ ist. Hallo? Leute, macht das Plus weg, like den Stream, teilt den Stream. Moment hier, Galle. Aber war schon geil, Alter. War schon lustig. Was ist Mani Arc? ich war jetzt nur zum anderen Türkei. Bruder, was geht? Was ist Mani Arc? ich war jetzt nur zum anderen Türkei. Bruder, was geht? Und wir verabschieden uns von dir. Es war uns eine Ehre, mit dir im Kontakt zu stehen. Kleiner OG. Und tschüss. Emily, du hast einfach 15 Persönlichkeiten. Leute, alle das Plus wegmachen. Like den Stream. Wir haben 85 Abonnenten. Dankeschön. Ihr dürft mich gerne abonnieren. Vielleicht schaffen wir auch heute die 90 Abonnenten. Alle zusammen und alle gemeinsam. Hello, it's me. I'm in California, dream to be the haunted hottest. You go over in the street. Geil, heute hast du meinen Arm gerettet. Ferro, ich küsse dein Herz. Willkommen im Basecheck. Hallo? Ich bin in Harmonie. Lass es sein. In Harmonie, ja, warum? Hallo? Hallo. Hallo. Wie geht's? Gut, und dir?
Ach gut, danke schön. Wo kommst du? Sehr schön. Bitte? Woher du kommst? Auf Gelsenkirchen. Nochmal bitte, ich hab das nicht verstanden. Gelsenkirchen. Ah, okay, ich bin aus Dortmund, grüß dich. Aha. Ja, was bist du für eine Landsfrau? Polen. Ah, jörg schon mal, dobrze. Sie. Hallo? Hallo? Hallo, Schwester. Hallo. Wie geht's? Jakshimash. Si. Metzga. Dankeschön. Hallo? Hallo? Hi. Achso, nee, ich bin bei mir frisch eingezogen, deswegen ist das noch ein bisschen am Schallen. Achso, okay. Ich hab kurz nach WC eingesetzt, aber. Achso, nee, ich bin hier auf der Couch. Okay, woher kommst du? Ich komme aus Düsseldorf, du? Okay, Hamburg. Okay. Ich bin 22, du? Ich küsse dein Netzbruder, dankeschön. Oh, mein Hals ist noch gar nicht da, Leute. Ich war gerade noch scheiße. Ich meine natürlich, Daniel, dankeschön für deinen Dad. Danke, mein Alter. Hallo? 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 Hörst du mich? Ferro. Mom, Dad, ich bin im Fernsehen. Hallo? 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 Anio. Na, was ist denn los? Tischekulär. Merlesen. Ben Ankara Botiolo Sinio. Ankara? Evert. Ich war in Ankara, das? Evert. Have the Sangatimala Dim San Araba Bitam Sanibatimala Dim San PlayStation 5 Banasana Bisa Bishi Ola Billy Sande. Evet. La Pa is on. Evet. Abad. Eileen, Sen ist in der. Eileen, Uruzuspu. Eileen, Uruzuspu. Jok. Eileen Uruzuspu. Eileen Uruzuspu. Evet. Sen? Sen ist in der. Yunus. Yunus? Yunus? Hallo? 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 Steffi!
wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Was machst du? Nichts, bin zu Hause. Du? Ich bin auch zu Hause am Langweilen. Wie alt? Ich bin 24. Du? 27. Ah, schön. Wo kommst du? Was bist du doch, du? Ah, ich bin aus Dortmund. Okay, was sind wir uns groß? Halb Türken, halb Polen. Du? Sehr schön, ich schon. Halb Marokkaner, halb Deutscher. Ah, schön. Wie heißt du? Yunus, du? Schöner Name. Sehr schöner Name. Ich heiße Aileen. Was? Aileen. Aileen, okay. Also mein türkischer Name ist Aileen, mein polnischer Name ist Laura. Laura? Genau. Okay. Es geht. Ich bin alleine. Warum? Dark Virus. Hört sich aus vom Hintergrund, wie man geredet hat. Achso, nee, ich bin alleine. Okay. Wäre schön, wenn jemand hier wäre. Kennst du es, wenn man so Langeweile hat? Man hat schon jede Folge durch auf Flatnix. Ja. Mir geht gerade nicht anders. Aber was guckst du aktuell auf Netflix? Was guckst du? Aber was guckst du aktuell auf Netflix? Vielleicht hast du eine Idee, vielleicht habe ich eine Idee, vielleicht haben wir Ideen. Boah, was habe ich zur Zeit geguckt? Ich habe den Namen vergessen, auch eine Mafia-Tussi. Ach so, das mit dieser aus Mexiko oder so, ne? Genau, die nach Amerika rauskommt. Ja, genau, das habe ich auch geguckt. Ja. Was guckst du denn? Weil ich gucke gerade aktuell Hogwarts Scenes. Wie? Hogwarts Scenes. Okay, kenne ich gar nicht. Ja, das geht um Jessica Connor Potter, die Schwester von Harry Potter. Ich habe einen Schaden. Ich schwöre, ich habe einen Schaden. Ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld. Jessica J. O'Connor Potter? Also, bei aller Thunfischmaus, aber wirklich, tut mir leid. Ich hab drauf. Sarah! Adisa, danke. Hallo. Hallo. Not a Fernsehen, ich will jetzt mal ein bisschen was mit einem Deutschen haben, okay? Ich habe die Schnauze voll gemischt, im Türkenland zu spazieren. Fernsehen? Genau. Hallo? Wie geht's? Gut, wie geht's dir? Ja, auch gut. Was geht bei dir? Was machst du? Nichts Besonderes. Ich bin zu Hause, ich habe was zu essen bestellt. Was machst du? Ich bin am Chillen. Hallo? Ich glaube, es ist ein Fall für Göck. Ey, wie geil war eigentlich Fabian, ne? Hätten wir Fabian nur. Wir rufen einmal Göck an. Fabian hat Trauma. Was mit Fabian passiert? Fabian hat mich blockiert. Er war so gut. Er war so gut, Tadej. Er war wirklich wie eine von den anderen Sorte. Er hatte wirklich Charisma, Respekt, Sympathie. Er war wirklich wie viel. Er war nicht wie alle Iraner. Er war wirklich von dem Herz. Er hatte wirklich schöne Gefühle gehabt. Er war. Und der Problem ist, wenn die ganzen Leute sagen, sie spielen mit meinen Gefühlen, der Problem ist, ich kann nicht. Das Problem ist, willst du nicht mehr Tee? Pascal geht auch nicht dran. Ich verstehe das alles nicht mehr.
kannst du Svizerdütz heu? Ich kleis kein Svizerdütz. Hier, was denkst du? Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt für eine App? Das nennt sich BaseChat, Iris. Okay. Wir brauchen einen neuen. Ich mach kurz eine Story. Nadim, Schaden heute. Ich habe heute mega Schaden. Melinda, ich küsse dein Herz. Jemand Lust zu teilen. Christina, ich bedanke mich recht herzlich von ganzem Herzen für deine. Den Hodensack in kaltes, dicker sportlich. Jemand Lust zu teilen. Das Stella, Sexy für dein Abo. Willkommen, Team Legend, du kleine süße Maus. Boom. Leute, die spielen Schnick, Schnack, Schnuck so. Was ist das? Man macht auch Schnick, Schnack, Schnuck. Nein, was ist... Hallo? Was geht? Nichts, was geht bei dir? Hier. Sehen? Bitte? Willst du sehen? Achso, kannst du zeigen, ja, was geht? Ich fix. Willst du sehen? Ja, du kannst zeigen, wenn du sagst, wenn es was geht. Ja, darf ich dir meinen Schwanz zeigen? Achso, nee, den kannst du deiner Mama schicken. da bin ich recht offen für. Du bist ja ein Mann, du Schwanz. Genau, deswegen sage ich, den kannst du deiner Mom schicken. Ey, du Hurensohn. Halt, nee. Deine Fresse, du Ekelhafter. Meine Stimme ist noch nicht da, ne? TikTok sportlich, es tut mir leid, aber manche Männer müssen einfach gelehrt werden. Das Ding ist, bevor ich live gekommen bin, habe ich ein bisschen geschlafen, weil ich Kopfschmerzen hatte und das hasse ich immer. Ich hasse es, vor live zu schlafen. Hi, Sonnetel. Dann will wir tänzen, meine kleine süße Maus. Hallo. Hi. Hi. Wie geht's? Gut, jetzt dir. Ganz gut. Freut mich. Woher kommst du noch? Ich komme aus Köln, du? Echt? Ja, ich komme aus Köln. Warum? Ja, ich komme aus Münster. Bitte? Aus Münster. Achso, du bist aus Münster. Ja. So, was bist du für ein Landspaghetti-Kopf? Ich glaube Italiener oder so. Ja. Bist du wirklich Italiener? Ja. Ach, krass. Oder was? Ich weiß nicht, dein Avatar sieht ein bisschen aus wie ein Italiener. Ey. Und so? Meine Mama ist Polin und mein Papa kommt aus der Türkei und ich bin halbe Russin. Boah, das ist voll der Misch, ey. Ja, ich bin so ein bisschen querbeet. Ja, ich kann schon. Mhm. Ich war letztens noch in Köln. Ach krass, was hast du hier gemacht? In meiner City? Ach, nochmal so am Wochenende in der Stadt. Im Zoo war ich auch. Ah krass, uninteressant. Was hast du, im Zoo oder was? Ja. Oh schön, ich liebe den Kölner Zoo. Da laufen die meisten Janaken rum. Was machst du? Ich höre dich so schlecht. Was machst du gerade? Mhm. Ich habe dich gerade auf Lautsprecher vielleicht gesagt. Das ist mir leid!
Warte ganz kurz, meine Katze, bleib mal kurz dran. Henry, jetzt ist Küchenlärm aller in Herz. Hallo? Hi. Hi, sorry, meine Katze. Ist doch deine Katze. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, gerne. Also du hast gesagt, du bist Italiener. Habe ich dich nach deinem Alter gefragt? Nach meinem was? Nach deinem Alter. 32. Oh, schönes Alter. Wie sagt man so schön? Umso älter die Frucht, desto süßer der Saft. Ah, okay. Wie alt bist du denn? Ah, ich bin 24, ich werde jetzt nächstes Jahr 26. Ah, okay. Genau. Und ist das so mit dem Saft? Ich weiß nicht. Sag du es mir. Ich glaube, du hast da schon Erfahrung. Ich habe schon, also ich sag mal so, ich bin keine Unschuldsbitch. Ich habe schon die ein oder anderen Männer kennengelernt. Das ist eine. Ja. Ist doch geil. Also hast du schon Erfahrung, ja. Was heißt Erfahrung? Ich meine, man kann nie erfahren genug sein, aber oftmals ist die Erfahrung des Erfahrens dann eine Erfahrung. Du hast es bestimmt drauf im Bett, oder? Bitte? Du bist bestimmt gut im Bett. Jetzt hör doch auf, lass uns mal wieder ein bisschen sachlich bleiben. Du bist cool, ey. Ich mag das. Danke dir, erzähl mal ein bisschen was, warum ist jemand... Ja, ich bin 32, bin Bürokaufmann. Okay. Ja, ansonsten, ja, was kann ich dir erzählen? Erzähl mir am besten das, was du mir erzählen willst. Boah, was will ich dir denn gerne erzählen? Fangen wir an am Tag deiner Geburt. Ich mache nur Spaß, ey, versteh mich bitte in der Hinsicht nicht Kokosnusssaft. Ich habe ein bisschen was getrunken, deswegen. Echt? Ich habe heute eine Flasche Don Pericaki aufgemacht. Eine Flasche? Okay. Ja, ich trinke aber nicht viel, also ich trinke wirklich nur ein Dreiviertel leer. Ja, aber merk schon, du hast eine gute Laune heute. Ne? Ich bin total gut drauf. Ich habe morgen frei und übermorgen habe ich einen Streit. Einer Freundin von mir, ich habe das geplant. Ah, okay. Cool. Und, kriegst du Besuch? Heute kriege ich keinen Besuch, nein, ich habe mir was zu essen bestellt. Ich warte gerade auf mein Essen. Okay. Ich habe mir eine kleine Penne bestellt mit so kleinen Kackbeuteln drin. Immerhin, was heißt das zum Essen, ne? Das stimmt. Wenn nicht fürs Bett. Das stimmt. Lieber was Heißes zu essen, statt was Heißes zu trinken. Ja, du hast gut gelaunt, ey. Safe. Also ich finde, das Wichtigste am Leben ist gute Laune. Das stimmt. Das stimmt. Das hab ich selber geschrieben. Echt? Ich schreibe Gedichte, seit ich eine kleine Bitch bin. Ich schreibe wirklich Gedichte, ne? Schon sehr lange. Auch erotische Gedichte. Willst du mal eins hören? Ja, klar. Mit Persil und guter Laune wäscht die Oma sich die Pflaume. Und bleibt noch was im Päckchen, dann wäscht der Opa sich sein Säckchen. Und da kommt die Oma angerannt und sagt, was ist das denn so verkrümmelt? Da sagt der Opa, das sind meine Haarsäckchen scribbled. Das hab ich geschrieben. Er hat aufgelegt. Ey, Digga, ich hab mich auch nicht unter Kontrolle, ja. Es ist alles meine Schuld, weil ich mich nicht unter Kontrolle hab. Digga, ich hab ein. Das brennt in mir, dieses Feuer. Ich bin dann nicht Herr meiner Sinne. Ich bin dann nicht Herr meiner Sinne. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe einen miesen Dachschaden, Leute. Wirklich.
es kommt nicht raus. Ha, Paru, danke schön. Sandy K. Verdammte Scheiße, Elef! Marvin, Sektion für dein Abonnement, willkommen, Team Nature! Boom! Grüße aus Wesel, Dizzy, ich grüß dein Herz zurück, hey? Ich küsse dein Herz und grüße zurück. Leute, was geht ab? Was war das denn? Ach, haben wir eine kleine Schnitzeljagd oder was? Ladies and Gentlemen, Elef, ich küsse doch dein Herz. I love. Okay, warum hat der aufgelegt, ist die Frage. Ich hab übertrieben, ne? Leute, liked den Stream, teilt den Stream, dreht mal richtig durch, okay? Ihr wollt eine Storyline, okay? Ey, Leute, weißt du, wie viel, woher kommst du und wie alt bist du? Komm, wir rufen den mal an und gucken mal jetzt, was er von uns will. Anissa. Hallo, Traummens. Mann, ihr sagt, ihr möchtet telefonieren und dann ruft man euch an und dann geht ihr nicht dran. Aber wie oft habe ich damals geredet von dem Gangehen, telefonieren? Pascal liest meine Nachricht und schreibt nicht. Dann nicht. Was denkst du denn, was du für einer bist, bitte? Warte, wie alt bin gerade aus Dusche. Lass mal in Ruhe, Ticker. Wie sie immer alle extra schreiben, Ticker, dass sie gerade aus Dusche sind, Ticker. Was redet er da, mein Bruder? Ticker, ich komme aus Berlin, wa? Warum keine Antwort? Weil ich telefonieren will. Komm, oh, wir haben einen. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Wie geht's dir? Auch, danke. Die Sonne scheint aus meinem Arsch. Woher kommst du denn? ich komme aus Düsseldorf. Du? Als ob, wir sind der Nachbarn. Woher kommst du denn? Ganz nah bei dir. Andere Stadt. Ach so, aber ja krass. Stadt, dann sind wir ja wirklich Nachbarn. Das stimmt. Wie bitte? Ich sag, dann sind wir ja wirklich Nachbarn. Ich hab dich echt wieder nicht verstanden. Ich habe gesagt, dann sind wir wirklich Nachbarn. Ach so, ja. Okay. Willst du raten, woher? Boah, wenn ich ganz ehrlich bin, nein. Aber meine Stadt ist sehr, sehr dreckig. Ach so, du kommst aus Duisburg. Ja. Aus Duisburg. Ja, warte, ja. Ich weiß. Wie alt sind wir denn? Ich bin 24, du? Bis 2000er Neujahr. Wo weißt du das? Ja, ich bin gut im Rahmen. Ladies and Gentlemen, wir haben Mathe-Genie. Ja, ich bin 2000er Baujahr. Oh, schön. Was du? Für eine Landsfrau? Meine Mama kommt aus der Türkei und mein Papa ist aus Polen. Und dein Papa aus Tunesien? Genau. Schöner Michel. Dankeschön, die haben sich damals im Urlaub kennengelernt. Ganz türkisch? Aber türkisch bin ich auch noch am Sende. Evet. Efendi? Efendi? Man hört dich so schlecht. Ich glaube, du hast schlechten Empfang. Komm aus deinem kleinen Aladdin-Teppich heraus und. Ich höre dich. Hörst du mich, Tupi? Okay. Ich höre dich. Sabina?
Er sagt, magst du andermal Till? Ich so, nö, jetzt. Elif. Elif, ich küsse dein Herz. Was geht bei Elif ab und Henriettes Küchenladen? Danke für deine Babyschnatze. Bin mit Bro und Cousin FIFA. Ach so, juckt. Okay, den haben wir verloren. Dennis, nur noch Dennis, komm. Du bist A, du bist H, A, wo ist dieser Fabian? Fabian ist weg, Tupi, ich küsse dein Herz. Du bist H, A, doppelt M, R, Hammer, yeah. Außer dir, Mama, gibt es keine mehr. Komm her, komm her, dann mal nein, 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 nein. Wurde Disco aufgelöst? Oh. Oh. Henriettes Küchenladen, willst du über Videocall? Ich küsse dein Herz, Henriettes Küchenladen. Dankeschön. Willst du über Videocall runter? Ey, Leute, ne? Ich sag euch jetzt hier mit Ansage. Lass die Finger weg vom Snapchat. Außer ihr wollt ein bisschen. ich hab mein Finger. Ja, ich meine natürlich. Ich hab mal. Snapchat ist geil. Okay. Ladies and Gentlemen. Das Problem ist, ich will teilen. Aber really, sometimes easy when the sky is feeling down over there. Tonight is tonight and we have a good time all together. In my head, it's been in a run or took in a time. I was chill and had my head and I love the Germans, people's here and right now from the place to be. Ich habe neue Bilder reingemacht. Dankeschön. Joanna. Joanna! Thank you very much, Joanna. Bremer, Leute, was geht heute bei euch ab hier? Seid ihr auf gute Laune oder was? Bremer, dankeschön. Weißt du, warum Frauen ghosten? Du wirst von mir auch geghostet jetzt. Schick mal ein Bild gleich. Okay, wir müssen Base-Shit machen. Woher diese Bilder? Diese Bilder werden mir zugeschickt. Von von Frauen. Sorry. Von Frauen aus. Aber Snoozy. Hallo? 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 Was geht? Nichts, was geht bei dir? Was bist du für eine Landsfrau? Türkin, du? Ich bin Italiener. Schön, komm, was ist das? Bene, grazie, tu? Bene, bene. Bella giorno, pepperoni, macaroni, alimenti, ciao, rum, rum, ribadi. Was? Ich mach nur Spaß, ich kann nicht. Ich war dreimal in Italien, davon wurde ich zweimal geschnitzelt. Was machst du? War schön. War schön in Italien. Italien ist schön, ich war in Genoa und in Palermo. Wo kommst du denn aus Italien? Nein. Doch, wirklich? Nein. Nein, ich komme aus Palermo. Ey, Palermo ist richtig schön, ne? Ja, der Hafen und so, ne? Boah, wow, ey, ich liebe es. Und dann da zu essen. Kennst du Cacus Lake? Ja. Das am Hafen. Da warst du? Da war ich direkt. Oh, geil. Wann war das denn? War 2017, glaube ich. Das war richtig schön. War das im Sommer oder? Das war im Sommer, kurz vor Winter. Engelchen! Elif! Was? Das war im Sommer, genau, das war im August. Oh, das ist Engelchen. Elif! Ja, das war richtig schön, das war richtig schön. Ich war bei einer Gastfamilie. Der Vater hieß Giuseppe, mit dem Sohn Mario, die Tochter Laurelette. Ja, schön. Ich habe dort ein Aufstiegssemester gemacht, weißt du? Ja. Es war echt schön, das war echt schön. Nachts, wenn die Kinder am Schlafen waren, kam der Vater immer. Und es war cool, war echt cool. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 24, du? Ich bin 28. Oh, schön, schönes Alter. Ich wollte dich mitnehmen nach Sizilien nochmal. Hör auf, laber keine Scheiße, wir kennen uns noch nicht mal. Warum sagst du sowas?
Engelchen, wir kennen uns noch nicht mal, warum sagst du sowas? Stimmt das echt oder machst du nur Spaß? Oder sagst du es jeder Frau? Nein. Was geht bei Engelchen ab, bitte? Was geht bei Engelchen? Okay, wenn du wirklich bereit bist dafür, dann können wir unser Snapchat austauschen und erstmal da ein bisschen Communication telefonieren. Und wenn das dann sagt, dass es stimmt, dann würde ich mit dir fliegen nach Sizilien. Ja. Ich fliege jedes Jahr darunter. Ey, wie cool ist das denn? Ich war jetzt wirklich zweimal dort und es hat mir zweimal richtig gefallen. Ich bin einmal runtergefallen und habe meine Nase zum Bluten gebracht. Ja, der Palermo. Ich komme aus Palermo. Ach, ich liebe es. Ich muss in der Nähe von Palermo, wenn ich dich da hinbringen soll, in der Nähe von Palermo, dann fällt dir nichts mehr ein. Das ist so schön. Ey, ich war da, mir ist wirklich gar nichts mehr eingefallen. Also ich war dort am Hafen, wir waren dort spazieren an der, kennst du die Cortesütes? Wo? Die Cortesütes direkt an der Nipsels. Ja, genau. Genau, da ist doch ein kleines Restaurant, da kann man Fisch und Cake essen. Oh, lecker. Oh, ich hab so Bock drauf jetzt gerade, ne? So ein Fisch, der ist so offen und drin ist Cake mit Salz. Oh mein Gott. Ey, wenn du willst, können wir wirklich mal Mary. Ich kenne so viele Stellen da zum Essen, so, aber gut, ich komme ja von da, ne? Ach, du bist tatsächlich aus Palermo? Ja. Ey, das hast du ja noch gar nicht erwähnt. Wow, also wo in Palermo bist du denn da? Wo genau aus Palermo kommst du, wenn ich das mal anstützeln, bitzeln, witzeln? Ich bin Palermo, das ist ungefähr in der Nähe vom Flughafen von Palermo. Oh, schön. Ach, du meinst direkt an Palermo Baran? Palermo Punta Reise. Jetzt heißt das Falcone Borsellino. Ey, wenn du das wirklich ernst meinst und das nicht so zu jeder Frau sagst, ach, dann würde ich wirklich mitkommen. Ich habe da unten, ich habe da unten ein Haus, ich habe da unten Autos, ich habe da ein Boot, also ein großes Boot. Da ist richtig schön. Ich würde meine ältere Schwester fragen, wenn du das ernst meinst, dann frage ich meine ältere Schwester, ob sie sagt ja, und dann würde ich wirklich mitkommen. Ja, also ich habe so viele Leute schon mitgenommen da unten. Jedes Jahr nehme ich immer welche mit. Ach krass, du nimmst einfach irgendwelche Leute immer jedes Jahr mit? Nein, Leute, die ich kenne, ja, ne? Ich meine, wir kennen uns nicht. Ne? Ey, wie cool. Aber wir können uns doch kennenlernen. Also vielleicht können wir uns auf der Reise nach Palermo kennenlernen. Und wenn wir uns bis dahin verstehen, dann verbringen wir Urlaub. Und wenn nicht, lässt du mich irgendwo raus. Nee, sowas mache ich nicht. Okay. So was mache ich nicht. Wenn wir uns nicht verstehen, dann bleibst du so lange, bis der Urlaub zu Ende ist. Als Freunde nochmal. Ey, was geht bei Elif ab? Elif und ein fettes Herz. Ja, gerne. Elif und ein fettes Herz. Ich bin aus Düsseldorf direkt. Direkt aus Düsseldorf. Also, ich komme aus Düsseldorf. Echt? Ich bin in der Nähe von Düsseldorf. Hilden. Ach krass, ja. Also ich bin aus Düsseldorf. Oh. Genau. Ich bin auch in Düsseldorf. Mhm. Also ich bin am Düsseldorf direkt am Hafen. Ich komme ja von dort. Am Hafen? Genau. Ja. Genau. Ja, ja cool. Wenn du willst, keine Ahnung, wir können uns ein bisschen kennenlernen und wenn die Chemie zwischen uns beide stimmt, dann können wir Urlaub zusammen machen und schauen einfach, wie wir uns verstehen, sympathieartig. Also ich bin ein vernünftiger Mensch, also ich könnte niemandem zu leiden tun. Ich finde es wichtig, dass ein Mensch jemanden nicht zu leiden tun kann. Ja. Also wenn, man hört es bei dir aber auch raus, dass deine Stimme sehr, du kannst niemandem was zu leiden tun. Nee. Ich mache nur gute Sachen, wenn. Finde ich gut. Wenn du willst, ich frage mal meine ältere Schwester, ob das okay ist, dass ich mit dir in den Urlaub gehe. Oh, das wäre schön.
Bleib mal kurz dran, bleib mal kurz dran, ich frag's eben, okay? Ja. Bleib mal bitte kurz dran. Ja. Elif? Elif, komm mal kurz. Was ist denn los? Du kannst mal bitte kurz kommen, ich habe da jemanden kennengelernt seit 2 Wochen. Und ich würde gerne mit in den Urlaub. Also nicht sofort, aber wir kennen uns schon wirklich länger. Warte mal bitte. Wer ist das? Wer ist das? Kenn ich ihn? Nein, du kennst ihn nicht. Das ist ein guter Freund. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger und wir wollten zusammen in Urlaub. Eileen, also ich weiß nicht ganz genau, ne? Ich mit einem Mann in den Urlaub. Nein, wirklich. Ich kenne ihn schon echt lange. Hör ihn dir an, er ist wirklich nett, sympathievoll und hat eine Craftness. Bitte. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der ist am Telefon. Wo ist denn dein Telefon? Hier. Ja, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend, hier spricht die Elif. Grüß dich. Die Schwester, ne? Ich bin die Schwester, ich bin die Ältere. Ja, das ist meine ältere Schwester, du kannst sofort mit ihr reden. Ja, worum geht's denn bitte? Nee, wir haben eben gerade gesprochen wegen Urlaub und ich komme nämlich auch aus Palermo. Und ah ja, sie liebt Palermo. Also sie hat wirklich einen kleinen Fetisch für Palermo. Sag ihm das nicht. Nein, ich muss ihm das sagen. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Also weil Sie mit meiner jüngeren Schwester in den Urlaub fliegen möchten. Also ich fliege jedes Jahr oder zweimal im Jahr sogar darunter. Okay, und warum wollen Sie meine Schwester mitnehmen? Sind Sie, also lernen Sie sich gerade kennen? Weil die so scharf darauf ist, sagen wir mal, Palermo, die ist so richtig froh. Sie liebt Palermo und ich liebe so Leute, wenn die in Palermo lieben, weil es ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Und ich habe ihr gesagt, ich habe damals gesagt, ich liebe Palermo. Und wenn mich mal jemand Fremdes fragt, dass ich nach Palermo fliege, dann werde ich ja sagen, weißt du noch? Ja, aber ich weiß nicht, ich kenne ihn noch nicht mal. Wie alt sind Sie denn? Darf ich Sie so duzen oder soll ich Sie sitzen? Nee, kannst ruhig duzen zu mir. Ja, also wenn Sie meine, wenn du meine jüngere Schwester mitnehmen willst, wie alt bist du denn, wenn ich das mal anschnitzeln darf, Käsesoße? Das war's. Das war's. Hallo? Ja. Hi. Hi, wie geht's? Gut, wie geht's dir? Soweit gut. Was machst du? Nichts Besonderes, ich bin zu Hause. Was geht bei dir? Ja, gar nichts. Freut bei mich. Mir geht gar nichts. Von woher kommst du? Düsseldorf, und wo? Ah, ich bin aus Köln. Schön. Was bist du für ein Landschnitzel? Was? Was für ein Landsmann bist du? Ich bin Türke, und du? Ah, okay, ich bin Polin. Polin? Polin. Wie bist du? Dobrze. Dobrze, dann ist es, weil die Falk ist nur 30. Achso, ich dachte, du sprichst jetzt Polnisch. Und sonst? Nichts Besonderes, ich habe gerade meinen Fernseher einfach rot bemalt. Hallo? Hallo? Hi. Servus. Hi. Alles gut? Ja, bitte. Auch, danke schön. Wo kommst du? Welche Stadt oder welche Stadt? Du kannst mir gerne beides sagen. Alles gut, sag mir ruhig beides. Ja, bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 22, du? Ach so, 22? Ich höre mich ein bisschen jünger an, ne? Ich höre das öfters. Ich habe gedacht, du wärst deshalb sicher. Ich bin 25, übrigens. Ach, das so. Woher kommst ich komme du? Aus. Hm?
Frankfurt, du? Ah, ich bin aus Wiesbaden. Kreise. Wiesbaden? Ich bin aus Wiesbaden, ja. Krass, krass. Ich studiere in Frankfurt. Und wo kommst du? Du studierst in Frankfurt? Mhm. Aha, interessant. Was studierst du denn? Ah, E-Commerce Management, C4, 13. Quartal, Bonus, Jackpot. Ich hab nicht genau verstanden. Das ist Management-Ding, Interaktionsmanagement. Ist ein Studiengang seit 2029, ist ein duales Studium. Ich mache gerade mein Backstroff in Adel. Das ist ein bisschen zu kompliziert. Ja, ist nichts Besonderes. Wenn ich fertig bin, dann könnte ich einen Kiosk leiten. Was machst du? Boah, ja, ich bin Elektriker. Es ist auch kompliziert, aber Gott sei Dank habe ich nicht studiert. Aber ist doch gut. Elektriker ist doch ein super guter Job. Wenn du gerade was reparierst und ich Wasser auf dich kippe, dann bist du tot. Wie bitte? Ich finde, das ist richtig gut. Wenn das Licht bei mir ausgeht, dann kannst du mir helfen. Ach ja. Ich verlange von dir dreifache Preis. Hör auf. Und laber keine Scheiße. Du machst, das, du machst das umsonst, wenn du mich siehst. Was ist das für eine Landform, ich meine? Meine Mama kommt aus Polen und mein Papa aus der Türkei. Also ich bin halbe Türkin, halbe Polin. Ab und zu mal Schwein, ab und zu mal nicht. Du? Ich hätte jetzt gesagt, du sprichst Deutsch. Achso, nee. Also ich bin bei der polnischen Seite aufgewachsen, deswegen essen wir Schwein. Ich bin auch halb Türke. Und halb? Und halb Kurde. Oh, ein Kurde. Mein Ex-Freund war Kurde. Gut. Erzähl mal. Wo bist du studieren fertig? Noch 2 Jahre. 2 Jahre. Ich habe noch 4 Semester. Ich muss noch meinen Bachelor und meinen Master schreiben. Danach wollte ich meinen Master und meinen Bachelor meritet. Oh, sehr gut. Dankeschön. In dem Alter so viel Prüfungen. Ach, sag dir ganz ehrlich, ich arbeite nebenbei als Kellnerin in einem Kiosk. Ein Kiosk-Kellnerin? Ja, das ist so ein großer Kiosk auf 2 Etagen. Da können die Leute sitzen, Spiele spielen und sowas. Das ist cool. Gut. Was, wo wohnst du? Wohnst du in Wiesbaden, hast du gesagt? In Wiesbaden, genau, ja. Ach so, okay, ich weiß, wo das ist. Ich komme mir bekannt vor. Kennst du dich in Wiesbaden aus? Boah, ich war einmal in meinem Leben in Wiesbaden, wo war ich da? Ne? Ich war da irgendwo am türkischen Restaurant, ich war da ich weiß aber nicht, wo das ist. Aber du kennst dich, also ungefähr in Wiesbaden, Wiesbaden Lazy Town, das kennst du? Wie bitte? Wiesbaden Lazy Town. Nein, was ist das? Achso, ich dachte, das kennst du, das kennt eigentlich jeder in Wiesbaden. Ich komme nicht aus Wiesbaden, ich bin auch... Achso, nee, du kommst aber aus Frankfurt, oder nicht? Ja, aber ich bin nicht so auf Wiesbaden oder woanders. Meine Arbeit ist von Frankfurt so 30 Minuten. Mhm. Deswegen auch nicht so oft. Also aber ich muss sagen, du bist der erste Nette hier auf Basechat. Die meisten sind so ein bisschen asozial, ein bisschen verwirrt. Danke. Ich danke dir. Erzähl mal, was suchst du? Was sucht so ein Mann, der so nett ist wie du auf diesem ekelhaften Portal? Boah, aber irgendwie, da kommt irgendwie, bist du jünger oder bist du älter? Irgendwas Schönes, ich weiß nicht. Was meinst du? Keine Ahnung. Eigentlich, du hörst dich an mit 30 oder so, eigentlich, keine Ahnung, ich weiß nicht so. Wie soll man sagen? Ach so, nein. Also, das Problem ist, irgendwann, wenn ich jemanden habe, dann streng ich meine Stimme nicht mehr so krass an, weißt du? Wie bitte? Ich bin ein bisschen erkältet, aber ich weiß nicht, hört sich das jetzt besser an, oder? Alles gut, okay. Ich hab verstanden. Alles gut. Genau. Du hast gesagt, was ist das Bällchen? Mach ich, war lange nicht schon. Also, ich bin leider, ich hab
allgemein noch nicht so viel Zeit, weißt du, deswegen kann ich Weil du beruflich eingeschränkt bist oder generell weniger Zeit, weil es weniger zeitaufwendig ist? Ich finde, Freunde, was unternehmen, arbeiten, das ist okay, shit. Gott sei Dank weiß ich 2, 3 Jahre geredet. Das stimmt. Da bin ich froh. Hast du Snapchat? Snapchat? Mhm. Ja. Sollen wir uns austauschen auf Snapchat? Ja, gerne. Warum nicht? Schreib mal auf, mein Name. Sag deinen Namen. A-Y-L-I-N, also Eileen. A-Y-L-I-N. A-I-N. Nein, warte. A-Y-L-I-N, Eileen. Ja. Und dann L-A-U, Lau, Eileen Lau. Eileen Lau. L-A-U, ne? Eileen Lau. L-A-U, aber ich so viele. Da steht dann Loni Laura. Also wenn du Eileen und zusammengeschrieben Eileen Lau eingibst, dann steht da Loni Laura. Tschüss. Ja, okay. Hast du? Bero? Oder? Ja. Hab dich. Gut. Was wollte ich dir sagen? Keine Ahnung. Du warst auch seit langem im Dings im Bildschirm, hast du gesagt? Nochmal bitte, ich hab dich auch kurz nicht verstanden. Ich hab gesagt, gehst du jeden Tag im Bildschirm oder? Was laberst du? Nein, ich hatte heute einfach nur Langeweile. Ich bin früh zu Hause, ich bin die ganze Zeit zu Hause am Schreiben, ich hab mir was zu essen bestellt. Und ich hab gesagt, komm, warum nicht? Meine Stimme ist. Aber wie du gesagt hast, warte, was wollte ich hinauskommen? Hier sind wirklich ein bisschen komische Leute, also. Ey, hier sind nur Asoziale, ne? Ich habe gerade mit jemandem meinen Snapchat ausgetauscht. Wir haben telefoniert und der meinte sofort, schick mal bitte dein Asshole. Dein was? Ich soll ein Bild von meinem Scheiß drauf. Ich will darüber nicht questionen, weißt du? Warum lachst du? Sollte man nicht mit jedem dann deine private Netzwerke austauschen? Ja? Das stimmt. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Warum bist du Single? Warum ich Single bin? Ja, warum bist du Single? Du hörst dich total romantisch an. Wie bitte? Du hörst dich voll romantisch an, deswegen. Ich höre mich spottisch. Dankeschön, aber bin ich leider nicht so. Also was heißt, bin ich nicht? Ich bin jetzt kein Romantiker, aber ich bin auch nicht. Soll ich sagen? Leute, noch 3 Abos, dann haben wir 90 Abonnenten. Macht das Abo weg. Macht das Plus weg. Like den Stream, teilt den Stream. Berühmt oder was? Nein, ich finde das. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde, du hast eine schöne Stimme. Deine Stimme hört sich sehr clean an, sehr klar, sehr rein, sehr konstruktiv. Ich nehme auch keine Drogen. Ich achte auf mich, deswegen sollte doch clean sein, weißt du. Finde ich gut, ich finde das gut. Rauchst du Zigaretten? Wie bitte? Rauchst du Zigaretten oder? Ja, ich rauche, aber nicht so viel. Okay, finde ich gut. Ich rauchst auch oder was? Bitte? Rauchst du? Ich nicht. Ich rauche nur ab und zu an. So, warum findest du dann gut, wenn ich rauche? Weil ich finde das, also es kommt vielleicht voll dimm. Ich hab Vater-Issues, also Daddy-Issues. Bei Männern, die rauchen. Wenn ein Mann raucht, dann finde ich das irgendwie sexy. Komisch, sowas. Ich hätte zum ersten Mal von jemandem. Ich mag das, wenn ich einen Küss in seinen Mund riecht nach Rauch. So nach kalten, trockenen Aschenbecher. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist bei mir so. Elif, ich küsse deinen Mund. Gut. Ja, ich
rauche nur Zigaretten, ja leider was. Also, anderes habe ich nicht vor zu rauchen, rauche schon nicht. Ist besser. Ich sag dir ganz ehrlich, ist besser. Ist besser, gut. Hast du Bilder von dir? Ja. Elif, ey, was geht bei Elif heute? Alle Elif und ein Herz in den Stream. Abo Üfchat, danke schön. Hast du Bilder schon von mir gesehen in der Story? Nein. Guck auf meine Story, ich hab schon Bilder drin. Warum sollte ich gucken? Ich schicke jetzt mal ein Bild, warte mal ab.